Blickpunkt Nachwuchs wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Westmünsterland. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu WM Sport Blickpunkt Nachwuchs. Ja, Sie erinnern sich vielleicht noch an die letzte Ausgabe von Blickpunkt Nachwuchs am vergangenen Mittwoch. Da hatten wir hier an dieser Stelle über Fußball-Nachwuchstalent Jana Schwanenkamp aus Bocholt berichtet. Und die folgende Info, die wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Jana hat am Dienstag ihr Länderspieldebüt in der deutschen U15-Nationalmannschaft gefeiert. Beim 3:0-Sieg gegen Schottland kam die Bocholterin 70 Minuten zum Einsatz. Glückwunsch dazu natürlich auch von der WM-Sport-Redaktion. Ja, mal das Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft tragen, davon träumen ja viele Nachwuchskicker. Über 70 Kinder haben die erste Woche ihrer Herbstferien in der Fußballschule des BVB verbracht. In der Soccerhalle Münster machte das BVB-Nachwuchscamp zum ersten Mal Station und da war ganz schön was los. Ja. Wir begrüßen die gegnerische Mannschaft mit einem dreifachen BVB! Nein! BVB! Nein! BVB! Nein! Posieren und schreien wie die Großen, das klappt schon ganz gut. Und Vorbilder haben die kleinen Nachwuchstalente natürlich auch schon. Mario Götze! Meiners Messi! Götze! Goldfeller! Hummels! Ob nun Götze, Messi oder Hummels einmal als Profifußballer vor tausenden Zuschauern im Stadion einlaufen, für die Kinder in der Evonik-Fußballschule des BVB wäre es das Größte. Den Traum von der Karriere als Profifußballer haben viele, doch nur die wenigsten schaffen den großen Sprung. Der Weg ist lang und hart. Deshalb heißt es trainieren, trainieren und nochmals trainieren. Im BVB-Camp stehen gleich zwei Trainingseinheiten pro Tag an. Die Trainingsinhalte basieren auf dem sportlichen Grundkonzept unserer Jugendabteilung. Also die Trainingsschwerpunkte sind uns auch sehr, sehr wichtig. Insofern arbeiten wir da auch eng mit unseren Jugendtrainern in Dortmund zusammen. Und die Jugendtrainer, die jetzt hier die Kinder trainieren, sind ja teilweise auch mit eigenen U-Mannschaften unterwegs. Insofern ist uns da wichtig, dass wir einfach von diesen Trainingsinhalten auch hier profitieren, beziehungsweise dass die Kinder, die daran teilnehmen, auch mal neue Dinge lernen, die sie im Verein vielleicht so schon noch nicht mitbekommen haben. Einer der Übungsleiter ist BVB-Jugendtrainer Oleg Born. Der Diplom-Sportlehrer ist selber ein Fußballer aus Leidenschaft. Im Camp zeigt er den Jungs und Mädchen, wie das Spiel mit dem runden Leder funktioniert. Ihm geht es dabei allerdings nicht nur um tolle Tricks. Vielmehr will er den Kindern auch das richtige Verhalten im Mannschaftssport Fußball vermitteln. Also wir sind auch dabei, wirklich auch die soziale Kompetenz den Kindern auch weiter zu vermitteln, weil für uns auch wichtig ist, dass wir ein Team sind, dass wir auch wirklich daran arbeiten, Teamgeist zu entwickeln, sich gegenseitig zu helfen, sich gegenseitig uns zu unterstützen. Und das kommt auch zum Tragen. Das sieht man schon, wenn die Kinder spielen, dass sie wirklich mit Rücksicht miteinander umgehen, sich gegenseitig anspielen und wenn es Probleme gibt, dass sie das gezielt ansprechen. Uns ist ja wirklich, dass alle dabei Spaß haben, wenn sie sich am Ball bewegen und dass wir unsererseits wirklich versuchen, spielerische Fähigkeit zu vermitteln, soziale Kompetenz weiter in die Kinder zu tragen, dass die Kinder wirklich, wenn sie nach Hause kommen, wirklich in den Verein wieder zurück sind. Da haben wir Gott sei Dank gutes Feedback bekommen, dass wirklich mit Begeisterung wieder zurückgehen. Und wir haben auch einige dabei, die immer wieder bei uns an der Fußballschule sind, weil sie so begeistert sind und weil wir auch selber begeistert sind, wenn die Kinder wirklich super mitspielen und mittrainieren und etwas mit nach Hause nehmen. Unter den vielen eifrigen Nachwuchskickern ist auch Joel aus Burgsteinfurt. Der 8-Jährige hat die BVB-Fußballschule schon mehrere Male besucht und ist immer noch voller Begeisterung dabei. Also die Übungen finde ich richtig anstrengend, das ist auch schön so. Und das Spiel ist auch immer voll cool. Bei seinem Heimatverein SV Burgsteinfurt dribbelt Joel schon seit 3 Jahren mit der Kugel, hat dort einen Stammplatz im zentralen Mittelfeld. In der BVB-Fußballschule will der kleine Mann dazulernen, denn er weiß ganz genau, ein paar gute Tricks allein reichen nicht aus, um später mal ein großer Profi werden zu können. Also man muss richtig Ehrgeiz haben und man muss auch abgeben und man muss flink sein.
Dieser Mann hat den Sprung in den Profifußball geschafft. BVB-Mittelfeldspieler Florian Kringe nutzte seinen freien Nachmittag, um beim BVB-Camp in Münster vorbeizuschauen und den Jungs Tipps für die Zukunft zu geben. Und siehe da, schon kamen Erinnerungen an die eigene Jugend hoch. Das war auf jeden Fall eine super geile Zeit immer. Ich bin ja auch schon relativ früh nach Dortmund gekommen, mit 13 Jahren damals. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, damals gab es noch gar nicht solche Soccerhallen. Wir haben alle noch auf Asche damals gespielt, auch in Dortmund noch. Aber so der Zeitgeist hat sich schon so ein bisschen verändert, das ist ganz geil. Also die Kids, die wollen jetzt Autogramme haben auf die Schuhe, so das gab es ja früher. Hatten so manchen Ball dabei, da ist man auf dem Ball wahrscheinlich Autogramme, haben wir da selber noch erfragt natürlich. Und jetzt holen sie alle die Handys raus und das hat sich so ein bisschen verändert. Aber das Wichtigste ist einfach, glaube ich, dass die Kids hier Spaß haben und das sieht man irgendwie und ist einfach schön anzusehen. Über 200 Bundesliga-Partien hat Florian Kringe bislang für Dortmund, Köln und Berlin absolviert. Zuletzt hatte er allerdings mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Das gehöre als Profifußballer leider dazu, sagt der 29-Jährige. Ich glaube, dass die meisten Spieler irgendwann so eine Phase durchmachen, wo sie auch mal so ein Tief haben. Und da zeigt sich oft dann halt so eine Klasse. Ne? Ich glaube, dass auf lange Sicht sich so eine gewisse Qualität dann irgendwann irgendwo auch durchsetzen wird. Aber natürlich ist es auch ein bisschen Glück braucht man auch, dass man eben zur rechten Zeit am rechten Fleck ist, wie du es gerade angesprochen hast, zum Beispiel bei Metze. Oder dass man in jungen Jahren auch einen Trainer hat, der einem die Chance gibt, der auf einen steht. Dass man einfach die Möglichkeit bekommt, zu zeigen, was man drauf hat. Dann heißt es Chance nutzen und zeigen, was man kann. Talent allein reicht meistens auch nicht aus. Wenn man erkennt, dass man das nötige Potenzial hat und das Talent hat, um vielleicht auch, vielleicht irgendwann Bundesliga spielen zu können, dann werden natürlich die anderen Sachen umso wichtiger, ne? Weil je höher man kommt, desto weniger Leute schaffen das eben. Ne? Und dann geht es eben auch darum, um Ehrgeiz, Durchsetzungsvermögen und Willen auch viel. Und da sind dann doch einige, die weniger talentiert sind, oft willensstärker und setzen sich am Ende dann durch. Eigendisziplin sei gefragt und auf Dinge wie Rauchen, Alkohol oder lange Partynächte gelte es zu verzichten. Sonst habe sich der Traum vom Leben als Profifußballer ganz schnell ausgeträumt. Es ist schon so, dass man natürlich auch entsprechend fokussiert sein muss und wissen muss, wann man das machen kann. Ich denke, tut man sich selber am Ende halt einfach einen Gefallen mit, weil man dann fitter ist, wenn es zum Spielen hingeht. Und da sollte man sich schon so einigermaßen professionell verhalten, wenn man das Ziel hat. Ja. Ob im BVB-Nachwuchscamp ein kleiner Götze oder Messi dabei ist, wird sich zeigen. Joel jedenfalls weiß schon jetzt, wie er sich fühlen würde, wenn er mal vor mehr als 80.000 Zuschauern im Signal Iduna Park einlaufen dürfte. Ich glaube, dann wäre ich richtig nervös und das ist bestimmt schön. Drücken wir also doch einfach mal die Daumen für Joel und die anderen Kids. Und wer weiß, vielleicht wird der Traum von der großen Fußballerkarriere für den einen oder anderen dann irgendwann mal zur Realität. Ja, das Fußballcamp des BVB in Münster, also ein großer Erfolg. Eine Neuauflage ist angedacht. Weitere Infos zur BVB Fußballschule, die finden Sie übrigens auch im Internet unter www.bvb.de. Das war Blickpunkt Nachwuchs für diese Woche am kommenden Mittwoch. Da wird es laut und dreckig bei uns. WM-Sportreporter Klaus Hensel hat den 11-jährigen Motocross-Biker Dominik Rau aus Münster-Hiltrup für uns besucht. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen. Wir sehen uns morgen wieder, unter anderem mit dem Kreisderby in der zweiten Basketball-Bundesliga zwischen dem BSV Wulfen und den Herthener Löwen. Das war eine ganz schön hitzige Partie, auch das sollten Sie nicht verpassen. Also machen Sie es gut, bis dahin. Blickpunkt Nachwuchs wurde Ihnen präsentiert von der Sparkasse Westmünsterland.